Ich bin Nicola Neuendorf und ich arbeite als Alltagsbegleiterin bei der Firma Home Instead. Mich hat die Stellenanzeige von Home Instead direkt angesprochen, weil mir der Kontakt, die Arbeit mit Menschen besonders wichtig ist. Die größte Herausforderung besteht darin, meinen, ich würde mal sagen, anvertrauten Kunden den Alltag so zu erleichtern, dass sie einfach mit mehr Freude und mehr Elan ihren Alltag meistern können, dass sie jemand haben, der ihnen zuhört, von dem sie sich gewertschätzt fühlen, mit dem sie viel Zeit verbringen und dem sie auch vertrauen können. Man hat ja einen ganz großen Einblick in das Leben dieser Menschen. Man nimmt ja teil an ihrem täglichen Leben, weil man den Haushalt zum Beispiel mit erledigt oder sich auch um die Körperpflege kümmert. Man ist schon sehr eng mit diesen Menschen zusammen und das lässt eine schöne Vertrautheit entstehen. Ich erfahre einfach ganz viel Freude von diesen Leuten. Die sind sehr dankbar, dass ich mich mit ihnen beschäftige, dass ich Zeit für sie habe und ihnen zuhöre und ihnen eben Dinge, die ihnen zunehmend mit zunehmendem Alter schwerfallen, abnehmen kann. Das tun wir auch meistens gemeinsam. Wir gehen gemeinsam einkaufen, wir gehen gemeinsam zum Arzt und das ist dann einfach eine ganz große Unterstützung. Ich habe ganz oft festgestellt in meinen 2 Jahren, in denen ich jetzt als Alltagsbetreuerin arbeite, dass meine Kunden enorm dankbar sind. Das gibt mir natürlich klar viel Bestätigung, weil ich finde, es ist sehr wichtig, etwas zu tun, was sinnstiftend ist. Ich möchte keine Arbeit machen, die nur mit Zahlenkolonnen oder mit Computern zu tun hat. Ich möchte einfach gerne mit den Menschen was machen, dass auch einfach man sehr viel Zuneigung und Dankbarkeit zurückbekommt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, bei Home Instead zu arbeiten, weil es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Es bringt ganz viel Bestätigung und es ist eine Arbeit, die man sehr flexibel machen kann. Also von Seiten des Büros wird es mir auch eingeräumt, meine Termine so zu legen, dass ich meine privaten Termine oder meine familiären Verpflichtungen problemlos erledigen kann. Ich bin zum Beispiel nur vormittags im Dienst, weil ich noch ein jüngeres Kind zu betreuen habe, was nachmittags aus der Schule kommt. Und außerdem gibt es laufend Schulungen, an denen man teilnehmen kann. Und es ist persönlich, privat persönlich für mich auch eine große Weiterentwicklung möglich.